Hier geht es wohl, die Prognose wage ich mal in Kürze richtig, richtig zur Sache. Hier werden die menschlichen Soldaten, die hier auf diesen fernen Planeten gekommen sind, um ihn zu kolonisieren, mal richtig aufräumen und all das Ungeziefer, das es hier gibt, davonjagen. Als Alien sieht man die Sache vielleicht ein bisschen anders. Wie siehst du die Sache, Christian? Ich als großer böser Zyniker sehe das Ganze als unser Forschungsprojekt hier, was wir hier am Laufen haben. Wir bekommen ja, das haben wir in unseren Werten eingestellt, Forschungspunkte im Wert der Angriffsstärke der Aliens, wenn wir eine Einheit der Aliens um die Ecke bringen und hier möglichst viel Rambazamba zu machen, das bedeutet natürlich Forschung. Da hätten die Entwickler doch eigentlich konsequenterweise die Affinität, die Weltanschauung Reinheit auch benennen können in der deutschen Übersetzung als Großwildjagd, oder? Schon, aber ich glaube, die Affinität Reinheit bedeutet ja nicht automatisch, dass man sich alle Aliens zum Feind macht. Das liegt ja nur an unserer bösartigen Persönlichkeit. Ja, und damit haben wir auch ein Geheimnis verraten, unsere Persönlichkeit im Singular genau. Wir sind geklont. Wir haben einen gemeinsamen Geist und treten nur in unterschiedlichen Gestalten auf, sind aber vereint in derselben düsteren, bösen Seele, die sich hier austobt in diesem Spiel. Und alle, denen wir dieses Geheimnis gerade offenbart haben, die sollten aufpassen. Wenn es das nächste Mal klingelt, dann könnte es ein tödlicher Telefonanruf sein und ihr werdet die nächste Nacht da nicht überleben. Wie kann man jemanden eigentlich mit einem Telefonanruf töten? Oder dürfen wir es nicht verraten? Früher war das viel einfacher. Das war zu den Zeiten, wo die Telefone noch Kabel hatten. Da konnte man die als Garrott benutzen. Ach so, ich hätte jetzt einfach gedacht, man schickt einen hochfrequenten Ton irgendwie durch, der dann Gehirnblutungen auslöst. Einer von uns beiden verrät gerade Betriebsgeheimnisse. Quest aktualisiert. Oh, schalt doch erstmal die schon abgeschlossenen und fehlgeschlagenen Quests. Ah, fehlgeschlagen ist bei uns ja nichts, aber alles, was wir schon erledigt haben, aus. Schon passiert. Oh, Wachstumspotenzial. Eine nahegelegene Organisation, die Station Fernbasis 1, hat Praktiken entwickelt, die in Verbindung mit unseren Vorteile bringen. Ja, doch, in Verbindung mit unseren Praktiken. Aha, okay. Weißt schon, Ultraschalltöne und sowas. Ah, stimmt. Telefonterror. Wenn wir einen Handelsweg zu ihnen aufbauen können, steigert sich der Ertrag unserer beider Operationen. Also, Fernbasis 1, das ist die hier, wenn wir mit denen einen Handels... Ja? Du möchtest es vielleicht nicht glauben, aber wir haben mit denen bereits einen Handelsweg, oder? Ja, tatsächlich. Nee, der geht da durch. Nee, das sind zwei. Guck mal, ein Handelsweg fährt von Mandira nach Fernbasis 1 und einer fährt von Mandira nach... Ach, du hast recht. Genau. Das ist einfach der lange, umständliche Weg von Mandira nach Zaira. Riesen, riesen Umweg, weil hier so viel Miasma ist dazwischen. Aber eigentlich sollte der in Kürze umgelegt sein, weil in Mandira bauen wir doch eigentlich, oder haben wir doch eigentlich gebaut, einen miasmischen Repulsor. Der ist auch schon fertig, du kannst ihn schon losschicken. Und sobald der wurde ich das diese Runde fertig. Da ist er. Und sobald wir den eingesetzt haben, vertreiben wir die Miasma dazwischen und dann sollte die Handelsroute hier direkt durchführen. Das war doch dein Projekt. Ich schmücke mich gerade mit fremden Federn. Die Idee kommt doch von einem gewissen Christian Weigel. Genau, ich möchte saubere Luft hier. Überall da, wo es blau ist, innerhalb dieses blauen Kreises, können wir diesen Satelliten starten. Wo hättest du es gerne? Du musst ein bisschen weiter südlich gehen, weil ja über Mandira selbst noch unser Solarkollektor kreist. Das ist dieser blaue Schatten dort. Siehst du den vielleicht? Ja. Und noch, lass ihn direkt an den Solarkollektor angrenzen. Also noch eins runter und eins links oder so und dann passt es schon. Moment, ich habe gerade hier ein bisschen Probleme mit der Kartenbewegung. So. Jetzt aber. Hier, ja, genau, meintest perfekt. Du? Mhm, perfekt, dahin. Nicht hier? Da hätten wir auch noch die direkte Verbindung zur Fernbasis 1. Dann, der wird sowieso nicht all das Miasma entfernen. Ich vermute mal, der entfernt zwei Felder. Ja, dann. Also, ja, doch, du hast recht. Deine Position ist besser. Eins rechts. Zu spät, jetzt habe ich da schon geklickt. Die Miasma-Entfernungssatelliten, die fangen ja im Zentrum an, Miasma zu entfernen und arbeiten sich nach außen vor, von ihrer Position aus gesehen. Ich bin gespannt, wie viel der tatsächlich wegpustet. Wie schick der aussieht. Wie ist das denn überhaupt? Ist jetzt sofort alle Miasma weggezaubert oder wird das jetzt wie ein Staubsauger sein, dass man den erstmal so langsam durch die Wohnung oder übers Gelände bewegen muss und allmählich dann alles eingestaubsaugt wird? Ich glaube, der funktioniert so ein bisschen wie so ein Filter im Swimmingpool. Der muss jetzt erstmal eine Weile rackern und dann entfernt sich langsam die Verschmutzung, das Miasma. Für uns ist das Verschmutzung. Pfui. Ja. Produktion wählen. Der miasmische Repulsor, der ist hier entwickelt worden. Wir könnten noch einen machen, aber wozu? Ultraschallzaun.
Würden wir von Aliens bedroht werden, wären wir im Augenblick nicht Pharmalabor. Damit würden wir die Gesundheit auf ein positives Maß raufbringen, was ich aber nicht so unglaublich wichtig finde. Denn im Augenblick haben wir nur minus 10% auf Wissenschaft und Kultur dadurch, dass wir geringfügig im Malus sind. Finde ich persönlich nicht so schlimm. Vielleicht eher etwas Wunderbares machen? Ja, du wolltest doch für diese Stadt sowieso ein bisschen mehr Nahrung produzieren. Und der G-Tresor, der ist natürlich ein wahres Nahrungsproduktionswunder. Dauert aber furchtbar lange, um mal einen kurzen Alternative in den Raum zu werfen. Weitere Handelskonvois, die man eventuell auch in andere Städte bringt, um von da aus dann Handelskarawanen zu starten. Oder vielleicht ein Bautrupp noch einer. Bevor du jetzt sagst, was davon eine gute Idee wäre oder auch eine schlechte, noch schnell einen Blick in die Militärübersicht. Wir sehen, wir haben zwei Bautrupps. Und dann noch einen Blick in die Handelskonvoi-Übersicht. Zwei, beide von der Hauptstadt aus ausgehend. In Saira, in der zweiten Stadt, entsteht gerade ein Handelskonvoi. Das heißt, wir könnten den zweiten Handelskonvoi, der von Saira aus losgeht, den könnten wir in Mandira produzieren. Und dort dann hin stationieren. Genau. Was hältst du davon? Halte ich für gut, dauert nur 3 Runden. Aber dann versprichst du mir bitte den Gentresor. Und wenn uns den eine andere Fraktion dann wegbaut, dann muss ich dich sehr lange und sehr böse anstarren. Oh Gott, ich krieg jetzt schon Angst. Also wenn du möchtest, können wir auch dieses Wunder hier sofort einrichten, wenn dir es wichtig ist, hier irgendwie Reputation zu bekommen und ein Gefühl von Bedeutung für dich und stattdessen hier statt so kurzfristiger wirtschaftlicher Vorteile. Ich will dir das nicht nehmen, diesen Nimbus etwas ganz Besonderes darzustellen in der Welt. Nee, also das kannst du mir sowieso nicht nehmen. Ich stehe da auf einer dermaßen erhöhten Stufe. Also das so Kleinkram habe ich da nicht nötig. Ganz, ganz billige Spitze hier von dir gegen mich. Was machen wir mit diesem Bautrupp hier? Soll man den ein bisschen ausheilen oder kann der auch, wenn er verletzt ist, schuften? Nee, lass ihn mal kurz ausheilen, den armen Kerl. Du hast manchmal eine ganz weiche Seite an dir, sehr verletzbar. Sehr weich, sehr menschlich. Nur was Bautrupps angeht, die fahren auf Ketten und das ist irgendwie, das löst so einen Schlüsselreiz aus bei mir. Kettenschlüss, da will ich jetzt gar nicht genauer nachfragen. Also einfach eine Runde aussetzen, damit er hier ein bisschen fitter wird. Ich meinte Raupenketten. Ja, ja. Mhm. Und dieser Bautrupp hier, der baut doch hier die Straße. Du wolltest hier unbedingt eine Straße errichten. Ja, ich will unbedingt eine Straße errichten, damit wir hier einen Verbindungsweg haben und dadurch ein paar Credits scheffeln. Darf ich etwas raten? Während du den Bautrupp hier ausheilen lässt, bist du bereit, den anderen Bautrupp in die Miasma zu schicken, auch wenn er da dann vergiftet wird. Hauptsache die Straße. Deswegen schicke ich den ja ins Miasma, weil die Jungs vom Bautrupp genau wissen, selbst wenn sie jetzt hier sich ein bisschen Beschädigung und Ansteckung einfangen, ich bin immer da, um sie wieder heilen zu lassen. Hierhin Straße bauen oder hier? Das ist mir völlig Kanone. Das ist ja Schnurz und Piepe. Mhm. Dann hierhin. Dann kann er nämlich diese Runde schon anfangen zu bauen, während er auf dem Hügel die Ganz Bewegung genau. verbraucht hätte. Schlau, schlau. Micromanagement. Und hier sind wir jetzt bei den gefährlichen Monstern. Das hier in der Nähe, das ist unsere Nachbarin, das ist diese Dame hier, das ist Dao Ming Sushua von der Pan-Asien-Kooperative. Ja, wir grüßen euch auch, Frau Präsidentin oder Frau Sponsorin. Und in ihrer Nähe sind wir bereit, für sie die Aliens zu töten. Nochmal ganz kurz für die Zuschauer, als Gedächtnisauffrischung. Wie ist das, wenn wir andere Aliens töten? Wenn die dann nur auf uns sauer, die Aliens, erhöht sich nur uns gegenüber die Aggressionsstufe oder auch gegenüber anderen, zum Beispiel gegenüber dieser Dame hier. Die Aliens sind nicht so wahnsinnig gut in der Lage, verschiedene irdische Fraktionen zu unterscheiden. Und sie sind, glaube ich, auch ein bisschen egal. Das heißt, wenn wir die Aliens jetzt kirre machen, dann wirkt sich das auch auf die Frau Dao Ming Sochua aus. Könnte doch vielleicht eine ganz nette Taktik sein, um die KI ein bisschen aufräumen zu lassen. Bin ich auch sehr dabei. Wir haben uns ja mit unseren beiden Marines hier auf die Westseite des Flusses stationiert, um da einen Verteidigungsbonus zu bekommen. Mein Vorschlag wäre jetzt, den einen, der schon angeschlagen ist, einfach weiter heilen zu lassen, diese Runde. Und den zweiten, der macht eine Flankenbewegung nach links und dann nach oben. Der könnte auch den hier schon mal fast killen. Oder hier willst du den setzen? Ich will ihn lieber dorthin setzen. Wir könnten auch rechts oben sehen, wer das Nest, aber da ist garantiert noch mehr an Käfern und Drohnen. Ich würde gerne erstmal so ein paar Käfereinheiten wegwischen, um da ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit zu haben. Also hierhin. Genau. Und dann nächste Runde angreifen. Warum nicht hier angreifen? Den kriegen wir sowieso nicht ganz kaputt über den Fluss, oder? Aber so gut wie? Nee, lieber nach links manövrieren und dann angreifen. Ja, wir haben im Augenblick eine Stellung auf einem Hügel.
Gute Verteidigungsposition. Aber die werden uns nicht angreifen. Da können wir lange, lange den Hügelparker spielen. Das ist uns ein Wort, das auf riesige Beliebtheit gestoßen ist, dieser Begriff unter den Zuschauern, Hügelparker. Das ist das neue Schimpfwort, dehnt sich auf ganz YouTube aus, wie ein hässlicher Virus. Die Leute werden heutzutage als Hügelparker beschimpft. Das würde mir, also es ist ja schon schlimm genug, wenn die Leute in Ziffkreisen als Hügelparker beschimpft werden, aber gleich dann im ganzen Internet, im ganzen YouTube. Madame Elodie von Franco-Iberia. Und wieder muss ich sagen, die geben sich hier Illusionen hin. Wir haben einfach nur noch nicht genug Chancen gehabt, Aliens zu zerlöchern. Wir stimmen einfach zu. Genau, ja, ja, sagen wir. Ja, toll. Die greifen uns nicht an, wir greifen die nicht an. Ja, dann müssen wir eben ein bisschen weiter manövrieren. Kein Problem. Hierhin wieder? Nee, ich versuche doch mal über den Fluss zwischen die beiden Wolfskäfer. In die Miasma rein und dann von vier Einheiten umzingelt. Nee, ich hatte doch gleich den Verdacht, wie in der letzten oder vorletzten Folge geäußert, du spielst auf Seiten der Aliens. Nein, na gut, dann gehen wir zurück auf den Hügel und wir greifen die nächste Runde vom Hügel aus an. Ich weiß nicht, ob dir das jemand anders schon mal gesagt hat, aber du bist ein verkappter Wolfskäfer. Eine Drohne vielleicht sogar. Wenn ich gerade jetzt, wo ich nachzähle, ich habe die korrekte Anzahl Arme und Beine für einen Menschen. Naja, ich werde es dir mal glauben. Die Wolfskäfer, die haben 6. Also, und noch so ein Schwanzpiekser hinten, wie so ein Ohrenkneifer. Darf ich wieder hier hinziehen, du Ohrenkneifer? Ja, jetzt heißt er mich einen Ohrenkneifer. Da habe ich dir anscheinend nicht richtig zugehört. Kommt manchmal vor. Diese Beleidigung kann nur mit Miasma abgewaschen werden. Questentscheidung. Wir haben, wodurch ist das getriggert? Durch irgendein Gebäude, das wir gebaut haben? Ja, und zwar den Recycler. Der Recycler ist wahrscheinlich ein Gebäude, in dem man seinen ganzen Müll, alte Bananenschalen und Joghurtbecher reinwirft und dann kommt unten irgendwas Praktisches Neues heraus. Und jetzt haben wir die Wahl, auf zwei Möglichkeiten einzustellen, wie wir diese Recyclingwirtschaft optimieren oder ausrichten wollen. Entweder Recyclingprodukte mit niedriger Qualität produzieren, sprich, das ist die Variante Erde, oder mit hoher Qualität. In letzterem Fall wird das Gebäude plus 1 Nahrung produzieren, alle Gebäude, wenn wir die irgendwo bauen, andernfalls wären die Arbeiter schneller. Das ist mir beides, ich finde beides toll. Ich würde gerne das hier machen. Dann, weißt du warum? Weil wir hier auf schneller Spielgeschwindigkeit spielen und da finde ich das persönlich nicht so unglaublich. Natürlich. Stimmt. Ich spiele selber, wenn ich Civilization oder eben Beyond Earth spiele, immer auf Geschwindigkeit langsam oder episch. Und da ist es natürlich dann schon ein Faktor, ob ein Arbeiter jetzt 12 Runden oder 11 Runden braucht, um ein Feld zu beackern. Du hast recht. Du hast. Danke. Und jetzt ist der Bautrupp immer noch nicht ganz ausgeheilt, aber ich finde, das reicht ja. Wir sollten den hier rüberziehen und jetzt die Straße beenden lassen. Das können wir tun. Wir könnten aber auch das Titan Zu spät. Egal. Ich finde diese Pilze übrigens sehr beeindruckend hier, die alle so, wie so Scheibchen, wie so Frisbee-Scheiben im Boden stecken. Genau. Ich habe am Wochenende beim Wandern im Westerwald was ganz Unheimliches gesehen, nämlich schwarze Pilze, die einen Baum hochgewachsen waren. Die waren in einem Abstand von 1-2 Metern hochgewachsen und saßen auf der Borke, saßen in den Astgabelungen und überall. Und das war richtig beklemmend, als ob der von schwärzlichen Alien-Pilz-Vampiren, Parasiten irgendwie aufgefressen würde, der Baum. Danach habe ich mich ganz gründlich geduscht, weil ich dachte, hoffentlich sind keine Pilzsporen in mir haften geblieben. Doch, die können, die haben Fotorezeptoren und wenn dann Bewegung in ihrer Nähe ist, dann spusten die so eine, dann kontrahieren sich solche Sporensäckchen und schießen auf alles, was vorbeiläuft. Rehe, Menschen, Kinder, Dackel. Du machst mir Angst. Hast du mich gerade dein Rehlein genannt? Nein, mein Dackelchen. Ich weiß nicht, was ich hässlicher finde. So, der Bautrupp ist ja fertig und kann jetzt hier die Straße errichten. Prima. Und diese Einheit hier benötigt Befehle. Ja, das ist der Erkunder, der hier mitten in der Miasma. Ah, erinnerst du dich? Das war hier die Forschungsstation Shackleton. Und nebendran war unsere abgestürzte... wir wollten ja nicht mehr drüber reden. Wir wollten das Thema Reichsflugscheibe nicht mehr ansprechen, ja. Richtig, genau. Ach nee, das stimmt gar nicht. Das hier war eine verlassene Siedlung. Das hier ist eine verlassene Siedlung und hier sind wir leider im angeschlagenen Zustand drin mit nur 80 Trefferpunkten. Eine Aktion würde ja 10 Runden bauen. Ich denke, wir fangen mal an, die Expedition zu bauen. Warte, bevor du baust. Ich würde trotzdem gerne lieber 2 Schritte nach rechts und dieses Ressourcenpot aufsammeln.
Oh, das ist natürlich recht. Bevor uns das irgendein Konkurrent wegschnappt und jetzt... Man gönnt sich ja selber nichts, aber vor allem nichts der Konkurrenz. Plus 25 Kultur bringt das. Mhm. Sehr schön. Gute Idee von dir. Ich merke gerade, guck mal, wie viel Phyraxit hier ist. Da waren tatsächlich drei Vorkommen von Phyraxit da in dieser Nähe. Du willst doch jetzt nicht etwa weltanschauungsmäßig schwach werden und auf Vorherrschaft umsatteln wollen. Nein, auf keinen Fall. Das hast du nicht gehört. Wir haben uns der Reinheit verpflichtet, mein Lieber. Das ist jetzt ein Schwur. Es ging auch nur darum, es potenziellen Gegnern wegzuschnappen. So, und wieder können wir hier ziehen und jetzt... Ja, also ich würde ja gerne jetzt so mal langsam... Ich weiß, du willst die Aliens verschonen. Ja, ich weiß, Sprung auf, Marsch über den Fluss, auf das Pilzfeld. Da ist wenigstens kein Miasma. Dann werden wir uns dem Nest nähern und dann werden die Tierchen bösartig, greifen uns an. Aber immerhin haben wir den flankierenden Schutz durch den anderen Marine, der sich gerade heilt. Genau. Der heilt sich jetzt hoffentlich vollständig ganz. Ich wette, jetzt kommt es zu einem Kampf. Ja, ich bin. Die Drohnen. Einmal. Das ist eine Menge. Zweimal? Ja, das schaffen wir aber. Oh nein, wie viele das sind. Ja, der bleibt jetzt sitzen und heilt sich da rechts über das Flussufer und der andere kommt übers Flussufer nach und besetzt das Feld, wo eben noch der Wolfskäfer sitzt. Ich will ja nicht in alten Geschichten herumwühlen, aber ich glaube, es wäre klug gewesen, ein paar Runden vorher wirklich diesen vereinzelten Wolfskäfer, der sich vom Rudel getrennt hätte, hier schon mal in aller Ruhe zu eliminieren. Das wäre über den Fluss gewesen, wir hätten ihn nicht ganz gekriegt. Naja, was soll's. Naja, alte Kamellen. Kriegen wir den ganz? Natürlich, super. Hau ruck. Ist leider ein Miasma-Feld, aber da hätten wir dann 8 Forschungen davon. Und bekommen gleich deswegen den Maschinenbau. Sehr schön. Thoriumreaktor bringt uns mehr Energie, brauchen wir ganz, ganz dringend, weil unsere Energiebilanz negativ ist. Und siehst du die gerade? Die ist auf minus 11. Wir müssen irgendwas tun, diese Runde, ganz dringend. Hatte ich in meinem anderen Let's Play auch schon. Kann sein, dass ich jetzt gespoilert habe. Ich weiß noch nicht, ich bin da einige Folgen in der Aufnahme voraus. Liebe Zuschauer, ganz schnell wieder vergessen, was ich gerade gesagt habe. Veteranenstatus erreicht. Wir könnten natürlich den jetzt auch verschenken und verschleudern durch eine Sofortheilung. Nein, brauchen wir bei dem hier nicht. Gib ihm einen Veteranenstatus und lass ihn sich eingraben, damit er sich heilt. Das reicht. Die beiden Drohnen, die hier neben ihm sitzen, die sind ja sowieso schon angeschlagen. Hoffentlich geht das gut. Er bekommt jetzt auf jeden Fall, weil er sich ja eingräbt, einen Verteidigungsbonus von 25% über den Rundenwechsel hinweg. Hast du schon Eingraben befohlen? Das ist ja, nö, aber das ist ja automatisch, wenn ich auf nichts tun klicke, dann... Ach so, ja. Und so, ja, und jetzt mit dem... Also jetzt kann man ihn noch ein bisschen aushalten, finde ich hier. Ja, in Ordnung. Ach so, hier ist gar kein... Doch, du musst ihn erst wecken, der ist gerade nicht... Jetzt geht's. Der war schon auf Pause-Modus im Erholungsmodus. Und hier haben wir jetzt einen Handelskonvoi in Mandira. Den hatten wir hergestellt, nicht um von Mandira aus einen Handelsweg einzurichten. Das geht nicht. Da haben wir schon 2 eingerichtet. Wir wollten ihn rüberschicken nach Zaira. Genau, dass er von Zaira ausfährt. Das machen wir gerade mal. Machen wir hier. Genau. Prima. Startposition ändern, dann ist er nächste Runde verfügbar dort. Bestens. Dann haben wir noch einen Bautrupp hier, der jetzt aber keine Straße hier bauen kann. Weil er sie schon gebaut hat. Hier können wir die Straße mal weiterbauen. Oder sollen wir mit dem hier rübergehen und das Titan jetzt hier bauen? Der fertig ist, baut jetzt das Titan. Du meinst der oder der hier? Der Straße baut, baut natürlich weiter. Der hier braucht eine ganze Weile, bis er dort ist. Ja, deswegen wollte ich ja den da direkt runterschicken. Im Nachhinein kann ich nur sagen, ja, da hast du zweifelsohne recht gehabt. Wir können auch das andere Titan hier anschließen. Da ist ja noch eins, guck mal. Da hier, prima. Ja. Ja, das können wir machen. Da kommen wir nämlich in einer Runde hin, dank Straße. Sehr gut. Welches Titan ist jetzt beileibe wurscht? Mit dem hier möchtest du befestigen, genau. Oder, wenn nicht Bereitschaft. Bereitschaft ist in Alarmposition bleiben. Und aufwecken und aufwachen, sobald wieder Aliens in der Nähe sind. Ich weiß, weil der hat dann aber trotzdem, wir wollen den ja eh in der nächsten Runde mit dem irgendwas machen.
Ne? Und genau, der wir ist wollen ja, ihn du hast ja. ja gesehen, der ist in die Knie gegangen und. Genau. Und diesen Verschanzungsbonus bekommt er auf jeden Fall, egal ob ich jetzt auf eine Runde weiterklicke mit ihm nur oder auf Verschanzen oder auf Verschanzen plus Alarmzustand. Der hat auf Okay. jeden Fall, wenn er unbeweglich bleibt, diesen Verteidigungsbonus. Also hoffen wir mal, dass er gegen diese beiden Drohnen bestehen kann. Er ist verschanzt, er hat einen Flankierungshelfer mit seinem in der anderen Truppe. So, und jetzt du hast mir versprochen, nach der Handelskarawane gäbe es das Weltwunder. Ach, was ich dir den schon alles Gentresor. Versprochen habe. Andererseits, der Thoriumreaktor ist fast wichtiger im Moment. Gucken, fast oder wichtiger? Nee, der ist tatsächlich wichtiger. Mach bitte den Thoriumreaktor. Weil, wie wir hier oben sehen, -11 Energie haben, das ist nicht eine unglaublich positive Energiebilanz, vor allem wenn man über nur noch 7 Energie verfügt. Ja, dann gib doch mal bitte den Thoriumreaktor in Auftrag. Mache ich. Und vielleicht könnten wir in unseren beiden Städten, die schon produzieren, jeweils die Fokussierung auf Geldproduktion setzen. Weil nee, sonst lösen wir uns nächste Runde vielleicht zu Einheiten auf. Da zwei. So schnell geht das nicht. Das geht erst ab -5. Also wenn man bei -5 ist bei den Credits, ab da besteht die Gefahr, dass es passieren könnte. Nächste Runde kommen wir auf -3. Okay, und dann geh nochmal bitte zurück nach Mandira und wähl dort das Gleiche aus. Auf wie viel kämen wir da? Das ist ja Wahnsinn. Trotzdem noch nur noch -10. Na gut, dann lass es trotzdem so und wir müssen eben hoffen, dass schnell genug der Thoriumreaktor fertig wird. Also der Thoriumreaktor braucht jetzt hier 5 Runden. Na? Ja, nächste Runde können wir aber eine weitere Handelskarawane losschicken und die schicken wir natürlich dann irgendwo hin, wo es Geld gibt. Ja. Das ist dann wahrscheinlich hier im Süden, nach Freeland, und das sollte uns dann gleich schon mal die Bilanz ein bisschen positiver gestalten. Oh ja. Hier gibt es leider auch nichts an. Wir müssen auch aufpassen, weil die Platzierung der Bürger, die automatische Platzierung durch die KI, die erfolgt nicht so unglaublich intelligent, sobald man hier bei der Gesundheit im Malus ist. Läuft das nicht mehr so gut. Die vermeiden dann auf jeden Fall Bevölkerungswachstum, egal was man da links einstellt. Oh, ach so. Das muss man dann immer, das ist quasi noch so ein C5-Anhängsel, da war ja hier statt des Features Gesundheit, das Feature Zufriedenheit, Querstrich Unzufriedenheit, was weitaus drakonischere Folgen hatte als das Gesundheitsfeature hier bei Beyond Earth, und da haben die das quasi so noch übernommen von der KI, dass man dann auf jeden Fall nicht wachsen darf. Dass hier nicht ganz so schlimm ist. Ja, so ist ja okay. Alles klar? Alles klar. Forschung wählen. Oh, Forschung wählen dürfen wir noch. Juhu. Dein Wunsch ist mir Befehl. Was hättest du gerne? Es dauert zwar noch 30 Runden, aber wir hatten uns ja eigentlich gewünscht, in Richtung Gendesign zu gehen, weil du die Ektogenese-Kapsel so gerne bauen wolltest. Das finde ich so toll. Alle Farben produzieren plus ein Nahrung. Finde ich ganz, ganz großartig. Leider, ich hab dieses Wunder schon mal gebaut, leider nur in der Stadt, in der es steht. Bitte, du hast es nur gebaut in der Stadt, in der es steht? Nee, ich habe dieses Wunder gebaut schon mal und es produzieren nur die Farmen in der Stadt, in der es steht, plus ein Nahrung. Nein, bist du dir sicher? Ja, ich bin mir sicher. Das ist aber bitter. Das war wirklich bitter. Wohl hier, wenn wir das hier zum Beispiel bauen würden, hier sind ja so viele Farmen. Genau, diese Stadt ist ja absichtlich angelegt, fast dafür, dass hier Farmland in der Nähe ist. Die würde wachsen ohne Ende und wir müssten uns keine Sorgen mehr machen, ob wir jemals wieder im positiven Bereich wären mit der Gesundheit. Das könnten wir uns dann abschminken. Stimmt, das wäre ein riesiger Moloch. Oh, guck mal hier, sehr schön. Mehr Bevölkerung, +1 in Mandira. Expedition abgeschlossen. Und hier, Mord und Totschlag. Eine Drohne weg. Die nächste greift bestimmt auch gleich an. Jawohl, wie bestellt. Gibt alles schön Forschung. Dank des kulturellen Wertes. Die greifen weiter an. Die greifen weiter an und sie greifen aber den anderen, den ausgeheilten Marine an. Wie schön. Ja, super. Jetzt ist natürlich die große, große Frage. Was machen wir mit unseren wackeren Helden? Ziehen wir zurück? Lassen wir die ausheilen? Sollen die ihre Wunden lecken oder zumindest verpflastern? Oder sollen die in Offensive bleiben und dieses Alien-Nest hier, was ihr hier seht, erstmal vernichten nach dem Motto, dann können schon mal keine neuen Gegner hier entstehen. Das ist eine Entscheidung, die wir aber noch ruhig ein bisschen verschieben können auf den Auftakt der nächsten Folge. Denn was wäre ein Let's Play mit Beyond Earth ohne einen guten Cliffhanger? In diesem Fall ein Nesthänger. Ganz genau. Mach's gut. Bis dann, ihr Nesthäkchen. Tschüss. Tschüss.